Hi, ich bin der Felix von FM und ich möchte euch heute mal unseren Lesogabelstarter zeigen. Ist ein 1 zu 14, voll hydraulisches Modell, wiegt 1,7 Kilo, das ist schon sehr, sehr schwer für diese Größe. Ja. Wird recht klein, aber es ist natürlich auch kein riesen Gabelstarter in Realität. Ja. Also maßstabsgetreu passt es sehr genau. Es kommt als Bausatz, das heißt, ihr baut den selber auf. Die groben Teile und die großen, komplizierten Teile sind vorgebaut. Das heißt, die Hydraulikverrohrung ist ein vorgelötetes Teil, also eine Einheit. Die muss nur noch angeschlossen werden. Es ist der Hubarm, das ganze Hubgerüst vorne, ein komplettes Teil. Der Käfig zum Beispiel oben oder auch unter die Wanne und auch oben der Chassisdeckel. Das sind alles fertige Teile. Ja. Der Antriebsmotor, das Getriebe, die Differentiale sind fertig aufgebaut. Sind dennoch nichtsdestotrotz schon einige Teile und die müssen auch lackiert werden. Die kommen alle lackierfertig, das heißt einmal entfetten und dann kann man loslackieren. Ja, es gibt auch einen Aufbauservice, den einfach, wenn jemand Interesse hat, anfragen. Ja, das ist individuell, je nach Lackart oder Vorstellung des Kunden, wie das aussehen soll, Beleuchtung oder auch nicht, ist das unterschiedlich vom Preis her. Er kann 2,1 Kilo theoretisch heben, das heißt, die Hydraulik hat Kraft für 1,2 Kilo. Das schafft er natürlich aufgrund des Eigengewichts nicht, weil er nur 1,7 Kilo wiegt selber. Ich habe aber da auf jeden Fall genügend Reserven, um es realistisch aussehen zu lassen. Ja, man kann ihn auch mal so in diese Lage bringen, wenn zu viel beladen wird. Ja, also macht schon Spaß. Ja. Ja, ich würde sagen, ich zeige es einfach mal, wie das funktioniert. Ich habe den schon gebunden, hier hinten drinnen. Kann man den Deckel aufmachen, so eine kleine Klammer unter, die müssen wir lösen und dann geht hier hinten der Deckel auf. Dann machen wir hier einen Akku rein. Deckel wieder zu, der wird einfach drauf gelegt und ganz unten rastet er dann auch ein, wenn er ganz unten ist. Hinter, jetzt hat er eingerastet hinter, da hält er. Dann habe ich schon an. Ich zeige euch mal den Sound vom Modell, er hat ein Soundmodul mit drin. Also ein richtiger Gabelstapler-Sound, auch vom Motor Drehzahl abhängig, das Geräusch. Nochmal drauf, geht er wieder aus. Fahren ist sehr, sehr feinfühlig. Also ich habe noch selten so etwas Feinfühliges gesehen. Und wir alle hier bei FM sind beim ersten Mal vor diesem Modell gestanden mit so Augen, als es losgefahren ist. Und es wirklich vom Regler her sich so wunderbar bewegt. Ich zeige es einfach mal. Also schaut euch das mal an, ja, das hat schon Kraft bei dieser Geschwindigkeit. Es ist nicht so, dass das da keine Kraft hat. Ja. Das ist schon ein Traum, wie das sich bewegt. Ja. Sehr enger Wendekreis auch, ja, was ein Gabelstapler auch braucht. Ja. Zeige mal die Hydraulik, wie die funktioniert. Ja. Heben, senken, nach vorne, nach hinten neigen, es geht natürlich auch schön langsam. Alles voll proportional und natürlich auch von der Programmierung, von der Fernsteuerung abhängig. Ich fahre den jetzt mit einem Freiskalsender, das ist so unser Standardsender, den benutzen wir für alles im Funktionsmodellbaubereich, der ist einfach zu programmieren, ist relativ günstig. Die Sender sind ruckzuck eingebaut und eingestellt und sie haben funktionstechnisch eigentlich alles, was ich für so ein Modell brauche. Geht auch schön hoch, also Lesur, LKW, überhaupt gar kein Problem. Oder auch ein selbstgebautes Hochregallager oder was auch immer. Und auch runter, ihr hört es, es läuft die Pumpe nach unten. Es ist ein doppelt wirkender Zylinder, das heißt nicht durch die Schwerkraft, wie es bei manchen echten Gabelstaplern ist, sondern wirklich hydraulisch wird er wieder nach unten gezogen. Aus dem Grund, es ist doch ein Modell und vielleicht läuft auch mal das ein oder andere Teil etwas schwerer vorne und es reicht dann das Gewicht nicht aus, dass er von alleine wieder nach unten geht. Deswegen wird er hydraulisch wieder abgesenkt.
Ja, Beleuchtung. Hier oben zwei Scheinwerfer nach vorne, ein Rundumlicht haben wir mit aufgebaut. An der Seite diese Positionsleuchten. Das ist jetzt die Variante, wo das Lichtmodul nicht mit dabei ist. Das kostet noch extra, wenn man das einbauen will, dann ist das auch alles funktionsfähig. Hier oben ist einfach schon ein Set mit dabei. Wenn man es auspackt, sind aber keine LEDs drin. Ja, beim Lichtmodul-Set sind dann die LEDs mit drinnen. Ja. Ja, das Modell könnt ihr bei uns bei eigentlich ziemlich jedem Fachhändler bestellen. Es liegt im UVP bei 1190 Euro. Ja, der Sender und Empfänger ist nicht dabei und auch ein Akku braucht ihr noch separat. Ansonsten ist alles mit dem Set. Ich freue mich über ein paar Kommentare dazu. Ich wüsste jetzt im Moment nicht, was ich euch dazu noch erklären könnte. Wenn irgendwas noch offen ist, einfach mit reinschreiben bitte. Wir beantworten das auch relativ schnell dann und ja. Klickt auf jeden Fall noch hier oben auf das FM-Zeichen, dann bekommt ihr ein Abo direkt von uns und bitte dann auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer, wenn eine Neuigkeit kommt, direkt eine Meldung in YouTube und verpasst nichts von unseren ab jetzt wöchentlichen Reviews von allen unseren Produkten oder auch Neuheiten. Was auch immer so bei uns einflattert, bekommt ihr direkt zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.